Hallo, wir sind Rico und Rebecca und zusammen in unserem Van Jos bereisen wir Europa. Aktuell sind wir an der Algarve. Wie läuft Wildcampen hier? In diesem Vlog geht es um unsere Erfahrungen, um unsere Lieblingsorte und wie wir die Zeit hier wahrgenommen haben. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenvlog von unserer Vanreise. Der letzte Status war noch, dass wir gerade Mallorca verlassen haben und nach Valencia weiter sind. Das liegt mittlerweile schon einen Monat zurück. Irgendwie in der Zwischenzeit ist bei uns einiges passiert. Wir waren dann 3 Tage in Valencia und wollten dann weiter an der südspanischen Küste Richtung Portugal fahren. Allerdings bin ich dann am 2. Tag von der Fahrt schon an Corona erkrankt. Und deswegen haben wir diese ganze südspanische Küstenabschnitt erstmal übersprungen und sind direkt bis nach Lagos gefahren. Da haben wir uns dann ein bisschen auskuriert und haben uns dann mit Freunden getroffen. Wir hatten nämlich ein Airbnb dort gemietet mit denen zusammen. Und das war auch der Grund, warum wir letztendlich dann auch schon Mallorca verlassen hatten nach 2,5 Wochen. Ich denke, sonst wären wir noch länger geblieben. Auf jeden Fall mit unseren Freunden hatten wir eine super schöne Zeit. Wir haben verschiedene Ausflüge gemacht rund um Lagos. Unter anderem die Höhlen von Bendinat. Da sind wir mit dem Kajak hingefahren. Das hat auch super Fun gemacht. Da gibt es also generell die Küste dort ist ja bekannt so für die ganzen crazy Steinformationen. Das kann man natürlich mit so einem Kajak ultra gut anschauen. Ja, danach waren wir irgendwie so ein bisschen raus aus diesem ganzen Vlogging-Game. Wir wussten dann noch nicht richtig, wie wir neu einsteigen sollen und wann wir einsteigen sollen. Und dann hat sich eins nach dem anderen entwickelt. Wir haben sehr lange Zeit in Zagreb und Al-Jazur verbracht, eigentlich jetzt fast einen ganzen Monat. Und uns hat die Zeit dort einfach super gut getan. Wir haben sehr viel Zeit zusammen verbracht. Wir haben auch super viele neue Leute kennengelernt, mit denen wir auch ganz tolle Momente hatten. Wir waren auf der Pizza-Party, ein bisschen tanzen. Wir haben Sonnenuntergänge en masse gehabt mit Freunden. Wir hatten die schönsten Stellplätze mit unserem Jost. Und jetzt gerade stehen wir kurz vor Sines, also ein bisschen weiter nördlich. Wir sind auf dem Weg nach Lissabon und haben hier heute so einen riesigen See entdeckt, wo man direkt mit dem Auto ranfahren kann. Und hier ist kein Mensch. Es ist einfach herrlich. Wir haben uns ein neues Surfbrett gekauft, was so riesige Bubbles hatten. Wir wollten immer wenig Geld ausgeben, deswegen haben wir ein Gebrauchtes geholt. Das haben wir dann selber probiert zu reparieren. Das hat so halb gut geklappt. Das müssten wir jetzt eigentlich noch weiter reparieren. Ja, und das war so der kleine Rückblick. Hallo, wir sind gerade in Zagreb und die Stadt hat uns richtig, richtig gut gefallen. Sie ist halt so klein, ein bisschen überschaubar und ich habe das Gefühl, dadurch kann man sich auch voll gut mit den Menschen hier connecten, wenn man ein bisschen länger dort verbringt. Und wir dachten, wir nehmen euch mal mit und zeigen euch unsere Favoriten, die wir jetzt hier in der Zeit zusammengesammelt haben. Und anschließend auch unsere Lieblingsstrände hier in der Umgebung. Wir sind jetzt gerade neben so einem richtig cuten kleinen Coffeeshop und gegenüber von einem Skatepark. Die würden wir jetzt als erstes auschecken. Der Coffeeshop hat natürlich noch zu, weil der macht das um 12 Uhr auf. Oh nein, das ist so klassisch unsere Planung. Aber es gibt natürlich noch super viele andere leckere Cafés. Wir sind dann zu Picnic Sagos gefahren, mega zu empfehlen. Probiert auf jeden Fall den Bagel mit Tofu oder diese Schoko-Brioche. Wir sind richtig süchtig nach denen geworden, sind super lecker. Für Leute, die nicht gerne auf der Straße skaten, Zagreb hat auch 2 gute Orte, wo man ein bisschen skaten üben kann oder Surfskaten. Einmal den Park oder so einen Fußballplatz, der richtig gut asphaltiert ist und wo man es auch nochmal sehr gut üben kann. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Parkplatz vor so einem Surfshop und wir sind gerade auf der Suche nach einem Washback für unsere Neoprene, damit wir die in Zukunft schonender ausziehen können, beziehungsweise dann auch in dieser Tonne quasi waschen können. Und die muss aber faltbar sein, damit wir die im Van mitnehmen können. Also es gibt auf jeden Fall eine Firma, die herstellt, Ocean Urge. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich so ein Ding finde hier irgendwo. Das ist ein bisschen bigger. Hier? Ja. Geht perfekt. Wir sind fündig geworden. Werden wir demnächst unsere Neos ausziehen, dann gehen sie auch nicht mehr kaputt. Also Rico hat auf jeden Fall richtig Bock auf Eis, deswegen werden wir jetzt mal kurz zum Eisladen hopsen und uns was Kühles holen, weil es einfach auch unnormal heiß hier schon wieder ist. Aber es ist auch was Cooles. Also es ist was Cooles, was ja. Cooles. Leute, es ist so warm hier. Also Thermometer sagt mir irgendwie 24 Grad, aber es fühlt sich einfach an wie 34 Grad.
Nach dem Eis geht es dann endlich zu dem letzten Surfshop für heute, nämlich zu dem kleinen, zur kleinen Pizza-Party da. Das ist nicht die Pizza-Party, die man hier so kennt von der Algarve. Da gibt es nämlich auch so ein, riesiges Ding. Ja, so Club Open-Air-mäßig mit so 3 Dancefloors. Das ist immer freitags. Ist allerdings nur eine Stunde landeinwärts. Aber wenn ihr hier seid, freitags, Bock auf Party habt, unbedingt hin. Gibt aber keinen Schlager. Es ist Techno. Ne? Also für alle, die Schlager wollen, dann lieber zum Ballermann fliegen. Also wir haben hier jetzt Limette und Cheesecake. Schmeckt richtig, richtig geil, aber man kann nicht mit Bargeld bezahlen. Deswegen hebe Trikot kurz auf mein Geld ab. Ich esse schon mal das Eis, damit es uns nicht wegschmilzt hier. Welches ist dein Favorit? Cheesecake oder das andere? Ich liebe so saure Eis. Ich bin eher der Cheesecake-Mensch. Schon Natter, ja, Alter, direkt, ich muss es auch direkt. So, auch vom ja, vom stehen. Face und so. Ja, vom Face, drauf. Das könnte sein Bruder sein. Ja. Was über Sagres vielleicht noch ganz cool zu wissen ist, ist, dass es an so einem Zipfel liegt. Also es ist die ganze westliche Ecke von Portugal und dadurch hat man Sonnenauf- und Untergang am Meer. Das Little Birds können wir euch außerdem auch noch sehr empfehlen. Es gibt super tolles Essen, leckere Burger und hier ist unser Food-Testing. So, wir haben jetzt 2 Limonaden bestellt. Ich habe Raspberry Mint und was hast du nochmal? Lemonade, keine Ahnung, was da drin ist. Okay. Okay, wir haben jetzt hier so einen veganen Burger. So, schau euch das mal an, allerdings mit Cheddar-Käse. Das ist ja nicht richtig vegan. Dann haben wir hier so ein Brot, das ist halt auf Garlic. Also es ist Süßkartoffelbrot, ne? Ja, genau, ja. Mit Garlic und Petersilie. Genau. Und dann und noch einen kleinen Caesar Salat für 4,50. Ich finde den gar nicht so klein. Ich finde den auch nicht so klein, das sieht voll gut aus. Ja. Mm. Oh, schon am Crostini ist hier weg, Crostini. Ja? Mm. Jetzt gibt es gleich noch French Fries. Wir machen kurz einen Food-Test. Der Salat ist schon mal geil, sehr frisch. Mm. Okay, 12 von 10, Süßkartoffelbrot. Krass. Denn die wohl schmalste Pommes der Welt. Also die sind mit Trüffelöl drauf. Schmeckt 1A. Das ist mega krass. Das ist mein Highlight, glaube ich, das Kartoffelbrot. Mhm. Ja? Tschüss. Bevor es für uns weiter nach Aje so geht, wollte ich noch sagen, dass es richtig einfach ist, in Zagres sich um seinen Camper zu kümmern. Im Sinne von Grau- und Schwarzwasser entleeren, Frischwassertank auffüllen, Duschen für dich und Reinigung für den Camper sind einfach zugänglich und verfügbar. Und nicht zu vergessen die Laundry Lounge, ein Café, in dem man gleichzeitig seine Wäsche waschen kann. Und es gibt manchmal sogar Live-Musik. Wir haben uns so wohl gefühlt, dass wir echt lange in der Region geblieben sind und haben uns tatsächlich auch eine Übernachtung hier genehmigt. Leute, wir sind an der Casa Nuuk. Ja, wir durften hier gerade 2 Nächte bleiben, die uns eingeladen. Und jetzt laufen wir nach vorne zum Strand. Das sind 4,5 Kilometer, um den Sonnenuntergang zu schauen und dann 4,5 Kilometer zurück. Aber man muss auch sagen, wir haben uns den ganzen Tag gar nicht bewegt. Genau, wir haben den ganzen Tag nämlich eure tollen YouTube-Videos geschnitten. Und das hat einfach richtig lange gedauert. Jetzt ist, kleine Bewegung. Jetzt muss Bewegung, genau. Und außerdem habe ich so viele Kekse in mich reingeschaufelt. Mann, das habe ich gar nicht mitbekommen. Schon wieder so maximal ungesund gelebt heute. Hä, und dann gibst du mir nichts ab, Alter. Was soll ich sagen? Doof gelaufen. Wissen wir, wo wir langwandern müssen? Nein. Sehr gut. Immer der Nase nach. Planlos geht das. Das ist dann übrigens die Casa Nuuk. Ist einfach so schön. Kostet ungefähr 100 Euro. Jeder hat hier sein eigenes Zimmer. Und man hat so einen gescherten Living Room. Und Küche. Mit Küche, genau, noch einer großen Outdoor Area. Es gibt auch einen Kamin, eine Couch-Ecke, einen Fernseher. Keine Ahnung, wozu es den Fernseher gibt. Ich glaube, den hat bisher noch nie jemand benutzt. Und es hat richtig gutes Internet hier, muss man einfach mal sagen. Schon geil. Und hier, man ist so mitten auf dem Land, so richtig Countryside. Die haben auch so Studios, da kann man sich, glaube ich, zu 6 oder zu 4 oder zu 6? Zu 6. Zu 6 ein Zimmer teilen. Oder halt so ein Studio halt. Das ist, glaube ich, auch ganz geil, wenn man so Coworking mit anderen machen möchte, so Workation.
Weil man ist hier richtig in der Pampa. Ich glaube, man kann sich schon richtig gut konzentrieren, weil genau. Du hast richtig gutes Internet. Da hinten ist irgendwo Lidl. War der gut? Ja. I hope I didn't scare you. Buried in my thoughts. I hope you know how much I think I need you. So I ride another. Irgendwann war es dann aber auch Zeit für uns weiterzuziehen. Auf ging's in die nächste Region, Ayesur. Hier hat uns besonders die schöne Aussicht mit den Campern gefallen, das Surfen. Hey! Ich hab's geschafft! Und das Surfskaten zum Sonnenuntergang. Es gibt dafür übrigens auch ein Meetup, ich blende euch das hier einmal ein, beziehungsweise den Instagram. Ich glaube, Ayesur ist ein Ort, der auf den ersten Blick so unscheinbar wirkt, aber umso länger man bleibt, umso schöner wird es. Wir haben neue Freunde kennengelernt und uns mit Alten wieder getroffen. Und es hat uns wie schon mehrmals gezeigt, wie wichtig es ist, langsam zu reisen. Denn wenn man schnell reist, sieht man vielleicht mehr, aber man fühlt weniger. Um sich mit einem Ort, mit dem Vibe, mit den Menschen zu verbinden, braucht es Zeit. Und gerade beim Vanlife ist es so schön, dass man sich diese Zeit auch nehmen kann. Im nächsten Vlog geht's für uns nach Lissabon. Wie es wohl ist, mit dem Camper in der Stadt zu stehen? Sind wir schon überfordert bei den Gedanken, wie wir das lösen und was wir in der Stadt erleben, zeigen wir im nächsten Vlog. Bisschen random.